Wir wollen jetzt die Differentialgleichung y-3y gleich e hoch 2x minus 12 rechnen. Und die, es ist nur interessant, die spezielle Lösung. Die allgemeine, die homogene steht sofort da. Sehen Sie sofort, das ist das charakteristische Polynom lambda minus 3 gleich 0. Es ist also die allgemeine, die homogene Lösung ist y gleich e hoch 3x. Das können wir gleich ad acta legen. Die inhomogene ist das Spannende. Wie lautet der Ansatz bei dieser inhomogenen Lösung? Wie lautet da der Ansatz? Nun, die inhomogene Lösung besteht, wenn man genau hinguckt, aus zwei Teilen. Aus dem e hoch 2x und der minus 12. Das kann man tatsächlich separieren. Separieren heißt, wir betrachten die e hoch 2x und die 12 separat. Das geht. Die andere Alternative betrachtet als einen Teil. Aber ich möchte das trotzdem separieren, damit Sie sehen, wie so eine Separation funktioniert. Wir fangen also an mit dem e hoch 2x. Nur das ist interessant. Die 12 ist, die ignorieren wir. Wie lautet der Ansatz der speziellen Lösung, wenn da nur e hoch 2x stünde? Der lautet dann a mal e hoch 2x. Das ist immer das Gleiche. Ja? Das Ergebnis nehmen und mit a multiplizieren. Und sobald der Sinus auftaucht, ein b mal Cosinus einfach dazu schreiben. Das ist die spezielle, das ist der Ansatz für die spezielle Lösung. Was müssen wir mit diesem Ansatz machen? Den müssen wir ableiten. Das ist 2a e hoch 2x. Denn warum müssen wir den ableiten? Weil wir den speziellen Ansatz hier in diese Differentialgleichung einsetzen wollen. Das ist das Ziel, deswegen brauchen wir die Ableitung. Und ich mache jetzt hier mal so ein oranges Minuszeichen hin. Dann steht da y'. Y' ist 2a e hoch 2x minus 3 mal y. Das y ist das hier. A e hoch 2x gleich e hoch 2x. Wohl wissen, dass ich die 12 einfach wegignoriert habe. Ja, und da kriegen wir jetzt was Nettes raus. Dann steht hier da minus a e hoch 2x gleich e hoch 2x. Oder was kriegen wir dann für das a raus? A gleich minus 1. Ja, da können Sie durch das e hoch 2x teilen. Oder Sie können auch Koeffizientenvergleich denken. Dann kriegen Sie a gleich minus 1 raus, weil Sie hier das Minuszeichen haben. Gut, das war jetzt der erste Teil von der Separation. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das heißt, jetzt nehmen wir nur noch die minus 12. Wie lautet jetzt der Ansatz im blauen Fall? Also, wie lautet der Ansatz, wenn ich das vergesse und nur eine Differentialgleichung gleich minus 12 habe? Wie lautet da der Ansatz? Ja, ich schreibe das jetzt, also a dürfen wir oder sollten wir nicht nehmen, weil a haben wir schon verbraten. Ja. Völlig richtig, nehmen wir y gleich b und dann kommt die Ableitung und die Ableitung ist dann natürlich 0, das ist klar. Und dann setzen wir das Ganze wieder in die Differentialgleichung ein. Da ist das orange Minuszeichen, das nehme ich wieder. Und wenn ich das einsetze, was erhalte ich dann? Völlig richtig. Oder für das B bekommen wir was raus? Oder B ist 4. 4. Ja, völlig richtig. Sehr gut. So, und jetzt können Sie die allgemeine Lösung angeben der Differentialgleichung einfach alles, was hier rausgekommen ist, zusammensetzen. Also zunächst mal a gleich minus 1. Das ist minus e hoch minus 2x, das a gleich minus 1, dann plus 4, das ist b gleich 4 und dann erinnern wir uns noch daran, dass wir als homogene Lösung c mal e hoch 3x hatten. Das hier ist die allgemeine Lösung, separiert wie gesagt, wir haben das separiert, zunächst das betrachtet, dann das betrachtet und am Anfang noch die homogene Lösung betrachtet.
Und vielleicht wäre es nicht dumm, wenn wir uns mal kurz drüber Gedanken machen, was passiert, wenn man das ganze Ding einsetzt. Aber es ist eigentlich logisch, was da passiert. Ich mache es trotzdem, also obwohl das logisch scheint. Und das mache ich wieder mit vielen Farben, Sie erinnern sich. Also das heißt, ich schreibe jetzt dieses E hoch minus 2x, das ist aber fast rot, rot darf ich nicht nehmen. Das E hoch minus 2x, da schreibe ich jetzt orange. Ja, das hier, da schreibe ich orange. Und das hier, da schreibe ich mal in gelb hin. Plus 4. Und das letzte lasse ich weiß. Ja, orange, gelb und weiß. Dann brauche ich die hier nicht mehr. Kann ich gerne hier legen. Und das setze ich jetzt alles mal in die Differentialgleichung ein. Dazu brauche ich zunächst die Ableitung. Was ist denn die Ableitung von diesem Ding hier? Die ist plus 2 e hoch 2x. Die 4 abgeleitet ist quasi 1 plus 0. Ich schreibe es einfach mal hin. Und die Ableitung von dem ist 3c e hoch 3x. Und das alles setze ich jetzt hier in die Differentialgleichung ein. Und dann erhalte ich, jetzt schreibe es wieder orange, erstmal 2 e hoch minus 2x plus 0, weil da war ja die 0 dann noch, plus 3c e hoch 3x, dann kommen wir zum orangenen Minus, ja? Das ist dieses Minus hier und dann ziehen wir davon ab, 3 mal das y ist das, was hier oben stand. Das Minus e hoch minus 2x plus die gelbe 4 plus das weiße c mal e hoch 3x. Bisschen, jetzt liege ich so ein bisschen in der Kurve, nervt, egal. Und jetzt fasse ich das mal alles zusammen. Dann habe ich hier rot 2 e hoch minus 2x. Dann die 0 fällt weg. Dann weiß plus 3c e hoch 3x. Dann multipliziere ich das hier aus und habe hier plus, also minus 3 mal dem Minus ist plus 3 e hoch minus 2x. Jetzt müssen wir bloß gucken, da fehlt irgendwo ein Minuszeichen, so wie ich das sehe. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Das ist Plus, das stimmt. Also irgendwo ist da noch ein Bug, den müssen wir suchen, weil so kriegen wir nämlich zusammen 5 und wir sollten ja nur einen kriegen. Also muss vermutlich hier vorne ein Minuszeichen stehen. Was aber nicht steht, weil ich es hier habe, also ist hier vermutlich irgendwo ein Rechenfehler drin. Müssen wir gleich suchen. Ich schreibe es trotzdem noch zu Ende. Dann habe ich hier minus 12, die stimmen aber. Das sind die, die ich brauche. Und dann hier minus 3c e hoch 3x. Und dann sehen Sie, die beiden zusammen sollten jetzt, also ich bräuchte hier ein Minuszeichen, ich schreibe das mal hier nach vorne, wir suchen es gleich. Die beiden Orangen geben dann e hoch minus 2x, das gibt genau den Teil. Dann die gelben zusammen ergeben dann die minus 12, das passt also auch. Und die weißen zusammen ergeben dann 0. So, jetzt müssen wir schon nach einem Fehler suchen. Ich sehe ihn schon. Ich habe hier ein plus 2 und aus dem plus 2 ist irgendwann mal hier Kraft höherer Weisheit ein minus 2 geworden. Also hier steht das Plus eigentlich, das Minus hat gestimmt, dann steht hier das Plus, dann steht hier auch ein Minus. Der Rest stimmt alles. Hätten Sie mich drauf bringen können, egal, nicht wichtig, da sitzt der Fehler. So, dann stimmt das alles. Hier an der Stelle plus, 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 plus. Hier habe ich jetzt das Minus, was ich brauche, plus und dann passt das. So, also das, was Sie sehen sollen, ist Folgendes. Ja, der Separationsansatz hat funktioniert, weil wir haben, wenn wir die allgemeine Lösung dann hinschreiben, dann arbeitet im Endeffekt jeder dieser drei Summanden in der Differentialgleichung für sich. Der Orangene erzeugt den, der Gelbe erzeugt den und der fällt zu Null weg. Ja? Und das sehen Sie, die arbeiten überhaupt nicht zusammen, die arbeiten völlig getrennt und am Ende kommt genau das, was ich haben will, quasi plus eine weiße Null. Das ist die Null von der homogenen Lösung und das funktioniert dann grundsätzlich so. Also, dass Sie bei so einem Ansatz separieren dürfen, nicht müssen. Ja, das haben wir beim Sinus und Cosinus gesehen. Beim Sinus und Cosinus, die kann man nicht voneinander trennen,
Die sind, wie gesagt, wie zwei beste Freunde. Und die, wenn der eine kommt, muss man den anderen auch einladen. Aber sowas haben die hier nicht. Und die kann man völlig separat betrachten und kriegt dann hier das richtige Ergebnis raus. Das ist so eine Aufgabe, also in dieser Form, hier vorne mit einer schlimmeren Differentialgleichung, damit müssen Sie schon in der Klausur rechnen. Also das sind so typische Klausuraufgaben, so ein Ergebnis mit vielleicht mit einer Y2-Strich, also mit einem zweidimensionalen Lösungsraum nach Peano, Picard, Lindelöf, damit müssen Sie rechnen. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Gut, so, wenn...